Über eine 150-jährige Firmengeschichte darf ein Unternehmen stolz zurückblicken. So auch Schütt und Ahrens in Stralsund. Das Autohaus hat sich zu einem traditionsreichen Unternehmen in der Hansestadt entwickelt. Die Verbundenheit in der Region ist groß, ob als ehemalige Mitarbeiter oder als treue Kunden. Schütt und Ahrens steht für lange Tradition, Firmengründung 1865. Das heißt, mehr als 150 Jahre können wir zurückblicken, sicherlich nicht immer als Autohaus und Autohändler, aber schon sehr, sehr frühzeitig und schon immer, kann man sagen, als mobiler Dienstleister, zuerst Landmaschinenbereich, dann aber auch ganz schnell Lkw- und Pkw-Bereich, ein zuverlässiger Partner über all die vielen Jahrzehnte hinweg. Und das versuchen wir natürlich im gleichen Maße umzusetzen und sind mit unserem Team, was teilweise 40, 45 Jahre Betriebszugehörigkeit hat, nach wie vor der mobile Dienstleister in der Region. Arthur Klaus teilt sich gemeinsam mit Mario Schütt seit 2014 den Posten des Geschäftsführers. Beide ergänzen sich gegenseitig als, wie sie selbst sagen, jeweils bessere Hälfte. Wir kennen uns auch schon aus vergangenen Zeiten. Wir sind eigentlich Automenschen und im Autoleben trifft man sich immer 3 bis 4 Mal. Und nicht nur das hat uns verbunden, auch eine enge Freundschaft. Wir haben uns nie aus den Augen verloren. Wir haben Anfang der 90er mal in einem Toyota-Autohaus zusammengearbeitet. Insofern hat es sich dann ergeben, dass hier auch eine Nachfolge gesucht wurde. Und da wir auch mit Herrn Klaus immer im Kontakt waren, kam es so. Nach der Wende und einer damit verbundenen Neustrukturierung wurde Toyota als starker Vertragshändler gefunden. In den vergangenen Jahren kamen die Marken SsangYong und Mitsubishi hinzu. Schütt und Ahrens bietet seinen Kunden mehrere Anlaufstellen in der Region. Neben der Hauptfiliale gibt es einen weiteren Standort in Stralsund für Reifenservice und Pkw-Instandhaltung aller Marken und eine weitere Filiale in Bergen auf der Insel Rügen. Auch durch die Integrierung des TÜV Nord in Stralsund können direkt vor Ort Untersuchungen an Fahrzeugen durchgeführt werden. So ist es möglich, dass Schütt und Ahrens agil und kundenorientiert handelt. Im Bereich Umwelt, ein viel diskutiertes Thema in der Automobilbranche, setzt der Traditionsbetrieb Schütt und Ahrens auf alternative Antriebe und Hybridtechnik. Die gesamte Automobilbranche ist natürlich jetzt stark in den Fokus geraten, aufgrund der jüngsten Ereignisse rund um das Thema Diesel. Auch wir haben nach wie vor Dieselfahrzeuge im Angebot, allerdings nicht im relevanten Pkw-Bereich. Da ist Toyota schon seit mehr als 20 Jahren Technologieführer im Bereich Hybridtechnologie. Mitsubishi auch seit vielen Jahren schon mit dem Outlander Plug-in in dem Bereich unterwegs. Und das ist unsere Alternative. Man kann eigentlich sagen, unsere einzige Alternative, ja, weil das Thema Diesel endlich sein wird im Pkw-Bereich, sodass wir stolz sind, da auch jetzt schon echte Alternativen im ganz breiten Spektrum bieten zu können. Arthur Klaus und Mario Schütt werden zusammen mit ihren 40 Mitarbeitern für eine nahtlose Fortführung der erfolgreichen 150-jährigen Firmenpolitik sorgen. So ist das in Stralsund stark verwurzelte Traditionsunternehmen perfekt für die Zukunft gerüstet.